Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über die Plattform Creative Market sprechen und ich möchte euch eine Person vorstellen, die über die Plattform bereits über 1 Million Dollar verdient hat. Und übrigens ist dieses Video hier über 4 Jahre alt, in dem sie ihre Geschichte erzählt. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass sie bis heute sehr viel mehr als 1 Million Dollar verdient hat. Ich möchte euch zeigen, was diese Person alles verkauft. Wir wollen uns mal diesen Shop von der Person anschauen. Ihr werdet überrascht sein, wie wenig Produkte tatsächlich diese Person hier hat. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr einen Shop auf der Plattform aufbaut könnt und vor allen Dingen auch, wie ihr mit einer Art Flipping-Modell Geld verdienen könnt, weil es exakt auch das Modell ist, das ich für meinen Creative Market Shop nutze. Fangen wir mal zuallererst mit den Grundlagen an. Was genau ist Creative Market? Creative Market ist meines Erachtens, und das ist jetzt zwar keine richtige Definition von, was das hier für eine Plattform ist, aber es ist meines Erachtens eine der unterbewertetsten Einnahmequellen überhaupt. Viele, viele Leute im deutschsprachigen Bereich haben noch nie von Creative Market gehört. Ich glaube, die meisten Leute wissen, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Viele Leute wissen jetzt langsam, dass man zum Beispiel mit Udemy Einnahmen erzielen kann. Viele haben von Amazon Kindle gehört, aber in diese ganze Designrichtung, finde ich, gibt es keinen wirklichen Marktplatz, wo Leute sagen, okay, das ist ein Marktplatz, wo ich mit meinen Designprodukten Geld verdienen kann. Sicherlich werden jetzt einige wieder in der Kommentarsektion schreiben, aber es gibt doch Envato und so weiter und so fort, aber ich glaube, dass die wenigsten Leute das Potenzial tatsächlich von solchen Plattformen hier erkennen. Und bei Creative Market ist vor allen Dingen Folgendes sehr interessant, nämlich es ist eine Plattform so ähnlich wie bei wie Udemy, das heißt, ihr könnt praktisch hier einfach Produkte publizieren und Creative Market kümmert sich um das komplette Marketing. Natürlich könnt ihr selbst auch noch Marketing machen und ich glaube, Niki, also die Person, die ich euch gleich hier vorstellen werde, die macht auch ein wenig Marketing selbst, vor allen Dingen halt über Pinterest, nämlich, dass sie viele Pins erstellt und Leute halt auf die Pins draufgehen und dann auf Creative Market zu ihrem Shop weitergeleitet werden. Aber die meisten Sales kommen halt komplett organisch über Creative Market rein und dafür müsst ihr absolut nichts tun. Warum ist das Ganze so wie bei Udemy? Bei Udemy ist es auch so, dass ihr halt euch wirklich nur auf die Kursproduktion fokussiert und Udemy übernimmt halt das Marketing für euch und genau dasselbe ist es auch hier, wie gesagt, im Kreativ Bereich bei Creative Market. Schauen wir uns einfach mal hier Folgendes an. Ihr könnt auch einfach mal auf YouTube den Begriff Niki Latz eingeben. Da werdet ihr ihr Video hier oben finden. Das ist auch direkt von Creative Market gepostet worden, weil sie eine der erfolgreichsten Seller auf der Plattform ist. Und interessanterweise hat sie sehr, sehr wenig Produkte. Ihr könnt hier einfach mal bei All Products ihren Namen eingeben. Also einfach hier oben auf All Products gehen und dann Niki Latz eingeben. Und da werdet ihr Folgendes sehen, nämlich, dass sie insgesamt schätzungsweise vielleicht gerade mal so 70, 80 Produkte hat. Und viele von euch werden da sicherlich sagen, naja gut, so wenig ist das ja gar nicht mal, aber für 1 Million Dollar finde ich das persönlich relativ wenig. Sie verkauft nicht nur solche solche Schriften hier, sondern auch unterschiedliche Textures und Designs, zum Beispiel kleine Design-Elemente, solche Bundles, sage ich jetzt mal, aber die meisten sind halt einfach handwritten Fonts. Zum Beispiel, früher hatte sie sich, soweit ich das weiß, vor allen Dingen auf Watercolors fokussiert, also Wasserfarben, sage ich jetzt mal, die ähnlich so wie dieses Design hier aussehen, sage ich jetzt mal. Über die letzten Jahre hat sie dann noch sehr viele andere Schrifttypen, Schriftarten hinzugefügt, die halt nicht Watercolor sind. Zum Beispiel diese hier ist sicherlich keine Watercolor, diese hier nicht und so weiter und so fort. Aber viele, gerade am Anfang, die sie verkaufte, waren halt diese Watercolor-Schriften hier und diese Schriftarten haben halt wirklich horrende Summen ihr gemacht. Und deswegen sage ich immer, ein Schriftarten-Business aufzubauen, kann, wenn man die Produkte richtig präsentiert, ein absolutes Vermögen machen. Und die Produkte sind gar nicht mal so teuer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Picasso in Paradise Font draufklicke und ich gehe mal hier oben in die rechte obere Ecke, sieht man hier schön, dass einfach nur die ganz normale Version 18 Dollar kostet. Wenn man es für EPUB haben möchte, also zum Beispiel für seine Bücher und so weiter und so fort, dann halt kostet es 38 Dollar. Und wenn man zum Beispiel für eine App oder dergleichen nutzen möchte, dann braucht man oder muss man dafür 2500 Dollar zahlen, was natürlich absolut unfassbar ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich viele Sales damit generiert. Es gibt dann übrigens auch nochmal Enterprise Version, die können wir uns auch nochmal anschauen, nämlich wenn ich jetzt hier unten auf Contact Us for Enterprise, Broadcast und More drauf klicke, dann gibt es natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, einfach Niki hier zu kontaktieren und dann diese Schriftart zu kaufen für praktisch wirklich Fernsehen, für Film und so weiter und so fort und das kann natürlich dann auch nochmal schnell in die 10.000 Euro tatsächlich gehen für einen einzigen Sale. Das heißt, wenn man zum Beispiel gute Schriftarten erstellen kann oder wenn man andere Arten von Designs gut erstellen kann, sei es zum Beispiel Textures, sei es zum Beispiel Patterns, also Muster, sei es zum Beispiel Icons und so weiter und so fort, dann kann man hier über die Plattform richtig gutes Geld verdienen. Natürlich muss man hier auch offen und ehrlich zugeben, dass sie einfach unfassbare Arbeit leistet. Das ist schon alles sehr, sehr hochwertig, was sie hier macht und steckt auch sehr viel Arbeit dahinter. Bloß man muss sich immer fragen, und das ist so die Frage, die ich mir persönlich stelle, für 1 Million Dollar ist das so unmöglich hinzubekommen? Und ich denke mal, tatsächlich nicht. Und das ist natürlich auch ein sehr, sag ich mal, motivierender Faktor, weil wenn sie das hinbekommt und ihr vielleicht auch einfach talentiert seid, was das Ganze angeht, hier was Watercolors und dergleichen angeht, könnt ihr mit natürlich auch viel Arbeit sicherlich auch genau so etwas hier erreichen. Und das war es tatsächlich schon. Das sind
alle vier Seiten, das sind alle Produkte, die sie hat. Und ich denke mal insgesamt, wie viel sind das vielleicht? 70 Produkte schätzungsweise, also jetzt nicht unbedingt extrem viel. Eine Frage, die ihr euch vielleicht stellt, ist, was genau befindet sich denn eigentlich in diesem Produkt? Wir können ja mal hier auf eins der neuesten Produkte draufgehen, nämlich Idealist. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann man mal nach unten scrollen und kann sich ganz genau anschauen, was sich eigentlich hier drin befindet. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass es anscheinend wirklich nur die Idealist Serif ist, also praktisch die Schriftart. Und das war's. Es ist wirklich halt nur einmal die Schriftart und mehr ist da nicht drin. Hier haben wir zwar so ein paar Templates, wie das Ganze aussehen kann. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Schriftart. Aber das war's. Mehr ist da nicht drin. Das ist einfach nur eine Datei, die ihr euch herunterladen könnt. Da ist dann praktisch die Schriftart drin und ihr könnt anschließend dann diese Schriftart für die jeweiligen Zwecke verwenden. Und das kauft ihr dann praktisch hier für $25 bzw. $50, 1.400 oder wie gesagt für Enterprise bzw. Broadcast kann das Ganze auch noch sehr, sehr viel teurer werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau könnt ihr genau dasselbe machen? Ihr müsst natürlich nicht unbedingt Schriftarten anbieten. Ihr könnt zum Beispiel unter Graphics könnt ihr Icons anbieten. Ihr könnt Objekte anbieten. Zum Beispiel eine Nische, die ich derzeit bespiele, ist Textures. Da vor allen Dingen halt solche sehr modernen Textures. Zum Beispiel in diesem hier hatten wir uns einmal orientiert. Und es gibt noch so eins, das schwarz ist, an dem wir uns orientiert hatten. Mal sehen, ob ich das hier finde. Nämlich, ich habe jetzt praktisch, hier, da haben wir es. Das ist zum Beispiel auch ein Design, an dem mein Team und ich uns ein bisschen orientiert haben. Das kann ich auch offen und ehrlich zugeben, weil muss ich halt einfach irgendwoher Inspiration holen, muss ich fragen, okay, was möchte ich denn eigentlich hier verkaufen? Und ich habe zum Beispiel jetzt einen Designer gefunden, der mir halt genau solche Graphics hier macht. Das sind dann halt einfach nur diese sehr, ich möchte jetzt mal spacig aussehenden Designs, die praktisch der Designer hier erstellt. Also, wie gesagt, da habe ich jemanden gefunden, der erstellt sowas hier für mich. Und das ist nicht wirklich teuer. Also zum Beispiel dem Designer zeige ich jetzt $2 für eine von diesen Designs hier. Und er entwickelt die Farbpatterns, sage ich jetzt mal. Und was man dann schlussendlich hier kauft, ist, man kauft diese ganzen Gradients und kann diese Gradients verwenden für zum Beispiel irgendwelche Designs oder was auch immer. Und gerade solche Gradients, gerade solche Collections hier aus Gradients verkaufen sich unfassbar gut. Und ich denke mir, das ist auch nichts Unmögliches. Zum Beispiel dieses Produkt hier, da kostet Commercial $10, Extended Commercial kostet $24 und es gibt hier anscheinend noch ein paar mehr Optionen, nämlich Personal Use Only kostet gerade mal $8. Und hier kann man auch immer sehr schön nachlesen, was man damit alles tun kann. Und zum Beispiel in meinem Fall, und das meine ich mit dieser Flipping-Strategie, ich habe jetzt ein paar gute Designer gefunden, die mit mir zusammenarbeiten. Ich entwickle die ganzen Designkonzepte, ich sage, was ich gerne alles haben möchte. Die setzen das Ganze für mich um und anschließend dann habe ich halt fertige Produkte, die ich direkt hier über die Plattform verkaufen kann. Und mehr ist es nicht. Und das Einzige, was ihr halt tun müsst, um einen Shop zu öffnen, ist einfach hier oben auf Open a Shop draufklicken. Dann habt ihr praktisch hier habt ihr die Möglichkeit, einen Shop zu öffnen. Hier haben wir auch nochmal das Video mit Niki Latz und dann seht ihr hier sehr schön, dass ihr erstmal, wenn ihr halt so einen Shop erstellt, die ganze Reichweite von Creative Market bekommt und zum anderen habt ihr kein No-Exclusivity-Login, das heißt, ihr könnt jederzeit eure Produkte auch auf anderen Plattformen verkaufen. Ihr habt No-Per-Product-Approval, was einfach nur bedeutet, dass ihr halt direkt euer Produkt hochladen könnt und publizieren könnt und ihr könntet eure eigenen Preise machen. Es wird alles sofort delivered von Creative Market, das heißt, wenn der Kunde es kauft, wird es direkt ausgeliefert von Creative Market und ich glaube, das ist das wirklich Schöne. Steuerlich ist das Ganze auch super, weil ich bin natürlich jetzt kein Steuerberater, aber soweit ich das lese, führen die für uns, was digitale Produkte angeht, jegliche Umsatzsteuern ab, was natürlich eine, wie gesagt, schöne, einfache Sache ist, weil dann wir uns nicht mehr wirklich darum kümmern müssen und wir kriegen einfach nur einen Nettobetrag ausbezahlt, auf den natürlich dann nochmal in Deutschland die Einkommensteuer, den Soli potenziell, beziehungsweise noch die Kirchensteuer zahlen müssen, falls wir in der Kirche drin sind. Genau, das, wie gesagt, sind die unterschiedlichen Nischen hier, zum Beispiel Graphics, Fonts, Templates, zum Beispiel bei Templates könnt ihr auch Website-Templates hochladen, ihr könnt Presentation-Templates hochladen für Keynote und so weiter und so fort. Zum Beispiel könnt ihr auch hier Broschüren hochladen, ihr könnt Logo-Designs hochladen und vieles, vieles mehr. Ihr könnt auch sogenannte Add-ons hochladen, zum Beispiel Procreate Brushes, InDesign Palettes, Affinity Designer Brushes und so weiter und so fort, womit ich ehrlich zugeben muss, ich mich nicht wirklich auskenne, aber vielleicht wisst ihr genau, was das ist. Also ich kann mir schon vorstellen, was es ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man es erstellt. Dann zum Beispiel Fotos, hier könnt ihr ganz normale Stockfotos hochladen von Tieren, von Architektur, von irgendwie, sag jetzt mal, euren Holidays. Dann zum Beispiel auch Web-Themes, da könnt ihr dann zum Beispiel für unterschiedlichste, sag jetzt mal, Tools könnt ihr dann zum Beispiel Designs hochladen, zum Beispiel für WordPress. Dann gibt es noch 3D-Designs, was auch sehr interessant sein kann. Und natürlich auch gibt es hier noch die Option Get Inspired und da gibt es dann alle möglichen weiteren Dinge, die man sich hier anschauen kann. Aber genau, es ist auf jeden Fall eine Plattform, die ich persönlich für unfassbar underrated halte. Es ist eine Plattform, wo ihr richtig gutes Geld verdienen könnt. Ihr könnt die mir auf YouTube einfach eingeben, Creative Market Earnings, und da werdet ihr viele Leute sehen, die halt richtig gutes Geld über die Plattform verdienen. Und es ist auf jeden Fall eine von meinen
Hauptaugenmerks für die kommenden so 2, 3 Jahre, weil ich einfach glaube, dass das nochmal eine Plattform ist, die mich völlig unabhängig von anderen Plattformen macht und wo ich halt nochmal wirklich gutes Geld mit verdienen kann. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals. Bitte abonniert diesen Kanal und falls ihr mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.